bin Tobias Weber, ich bin CEO von Weber Food Technology GmbH. Das Unternehmen ist von meinem Vater 1981 gegründet worden und wir bauen Maschinen und Anlagen für die Lebensmittelindustrie. Wir haben 1900 Mitarbeiter an 6 Standorten in Deutschland und über 20 Standorten weltweit. Die Entscheidung habe ich getroffen, als ich in 2018 die Rolle des CEO übernommen habe, weil ich mir einfach Gedanken gemacht habe, wie erreiche ich denn bitte, damals waren es glaube ich 1200 Mitarbeiter, wie erreiche ich 1200 Mitarbeiter an zig Standorten, die teilweise keinen PC haben oder kein Firmenhandy haben, die teilweise im Außendienst sind, wie erreiche ich die überhaupt als CEO? Und dann habe ich mich umgeschaut, habe Mitarbeiter-App gegoogelt und dann bin ich auf Staffbase gestoßen. Also die für mich wichtigsten Uses ist natürlich ist das Unternehmensnews, also dass wir Nachrichten das Unternehmen betreffend ausrollen können. Aber auch sehr, sehr wichtig ist der, wir nennen das Flurfunkkanal, wo jeder partizipieren kann und jeder posten kann, was ihn bewegt. Und für mich außerdem sehr, sehr wichtig ist der Geburtstagsbereich, wo ich eben jeden Tag zum Geburtstag gratulieren kann, was dann eben ja, eine Form von Interagierfähigkeit oder ja, Kontaktierbarkeit dann eben ausstrahlt, dass jeder weiß, okay, den kann ich anschreiben, wenn ich irgendwas habe. Die Personalisierung spielt bei uns eine sehr große Rolle, weil wir für unterschiedliche Zielgruppen unterschiedliche News ausrollen und auch unterschiedliche Community-Kanäle haben. Ein Beispiel ist, dass für Zerspanungsmitarbeiter ein Schichtplan in der App ist, der natürlich IT-Mitarbeiter oder Konstrukteure nicht interessiert. Oder auch, dass für das technische Büro eben ein Kanal da ist, wo Update-Informationen oder Ähnliches dann geteilt werden kann, was jetzt zum Beispiel den Monteur nicht interessiert. Und das realisieren wir so, indem wir Gruppen, Abteilungsgruppen definieren und Standortgruppen definieren. Also ich kann mich für einen Standort entscheiden, den ich abonniere oder auch alle abonnieren, aber die Abteilung wird mir zugeteilt und das ist die Abteilung, in der ich arbeite. Ich kommuniziere sehr intensiv in der App. Immer wenn es irgendwas Wichtiges ist, was mitgeteilt werden sollte, dann kommuniziere ich das auch selber, damit auch klar ist, okay, ich möchte das mitteilen und ich stehe dahinter. Und deshalb poste ich auch selber Beiträge. Ich nutze das Chatprogramm sehr, sehr intensiv und kommentiere auch News. Wenn Beiträge geteilt werden, dann kommentiere ich die auch. Die Mitarbeiter-App ist im Prinzip ein Verstärker der Unternehmenskultur. Also ich denke, man kann jetzt durch die Mitarbeiter-App keine nicht vorhandene Unternehmenskultur erzeugen, sondern man kann einfach nur die Kultur, die da ist, verstärken. Und das ist bei uns dann nochmal doppelt verstärkt, weil die Mitarbeiter-App ja Beteiligung und Partizipation ausdrückt. Das möchte sie ja. Und so sind wir eben auch von der Kultur unterwegs und von daher einmal unterstützen wir die Kultur, indem in allen Beiträgen die Kultur mitschwingt, aber auch dadurch, dass jeder mitmachen kann, unterstützt das eben auch diese Offenheit, die wir im Unternehmen haben wollen. Weil es einmal eine Zugehörigkeit und eine Zusammenarbeit fördert, also das Wir-Gefühl wird gefördert. Also das Wir-Gefühl ist schon, bilde ich mir ein, ist auch ohne App bei uns schon da, aber durch die App ist es viel, viel einfacher, das auch zu verstärken. Diese Inspiration, die schafft man eben auch mit Beiträgen in der App und wenn man inspiriert ist, dann weiß man auf der einen Seite mehr, wo man hin will oder wo alle hinwollen und dann, das hat einen Business-Impact, klar. Wichtig ist, dass man einen Fokus auf Relevanz hat, also dass die Mitarbeiter, die jeweiligen Mitarbeiter das in der App finden, was sie selber auch suchen, was sie brauchen. Dann ist es wichtig, dass man Mehrwert schafft für die Mitarbeiter, also dass sie
in der App was finden, was sie in ihrem Arbeitsalltag oder auch nicht Arbeitsalltag brauchen. Zum Beispiel, dass ich meine Krankmeldung nicht irgendwie in die Firma fahren muss, sondern dass ich es mit der App einfach einreichen kann oder dass ich mir Dienstwagen mieten kann oder die Kantine, Kantinenessen buchen kann. Wichtig ist dann auch, das ist zwar jetzt ein bisschen negativer Punkt, aber kill your darlings, also dass dann alle Vorteile, die ich in der App habe, nicht neben der App auch nochmal habe. Das hilft mir natürlich, dass die Mitarbeiter ein Stück weit gezwungen werden, in die App reinzugehen. Ehrliche Partizipation heißt, dass Mitarbeiter eben auch posten dürfen, was sie wollen, dass nichts zensiert wird, dass nichts redaktionell überarbeitet wird, dass jeder mitmachen darf. Und zu guter Letzt eben Authentizität statt Hochglanz, also dass Beiträge und Bilder so sein dürfen, wie sie sind. Dass wir auch die Unternehmensbeiträge nicht auf Hochglanz polieren, sondern dass sie einfach so sind, wie sie sind. Und wenn ich einen Beitrag schreibe, dann lasse ich den auch nicht nochmal tunen, sondern dann ist er einfach so, wie er ist. Und jeder weiß, okay, ja, so spricht der Tobias. Und das hilft, dass Leute dann sich dazugehörig fühlen und auch Mut haben, mitzumachen.